Hallöchen zusammen, ich zeige euch heute, wie ihr eine solche Mütze mit Öhrchen und einer Schleife häkeln könnt. Für die Mütze könnt ihr eine beliebige Anleitung nehmen. Die hier ist die Mütze vor kurzem, die ich gehäkelt habe, nur mit Stäbchen. Ihr könnt jede beliebige nehmen, die ich da habe. Es kann auch theoretisch sogar eine Longbeanie draus gemacht werden. Also ihr könnt es auch hinten hängen lassen und in den vorderen Bereich die Ohren anbringen. Also jede beliebige Mütze, die ihr gern wollt. Und die Anleitung für die Schleife habe ich auch schon. Ich zeige euch in dem Video, wie man die Öhrchen macht und das Ganze zusammenpackt. Um zu wissen, wohin die Ohren kommen, macht ihr das ganz einfach. Ihr setzt euch die Mütze auf und nehmt euch ein paar Marker. Und geht am besten zum Spiegel, weil sonst seht ihr es ja nicht. Und dann setzt ihr die Marker einfach da rein, wo die Ohren draufkommen sollen. Das lasst ihr jetzt mal so drauf. Wir benötigen zwei solcher Öhrchen. Und wir fangen an mit einem Knoten. Dazu machen wir einen Kreis. Der lange Faden kommt unter den Kreis und wir ziehen ihn durch den Kreis durch. Das ergibt hier oben eine Schlaufe. Und da kommt der Haken rein und wir ziehen das Ganze fest. Jetzt häkeln wir Luftmaschen. Luftmaschen zu machen, holt man den Faden und zieht diesen durch die Masche durch. Faden holen, durchziehen. Faden holen, durchziehen. Faden holen, durchziehen. Und so entsteht jetzt eine Luftmaschenkette. Und wir brauchen die doppelte Länge von unserem Ohr. Und das zeige ich euch gleich, wie ihr rausbekommt, ob es lang genug ist oder nicht. Mache es mal ein paar. So, nehme ich den Haken raus und wir haben hier unsere Mütze mit unseren Markierungen. Und dann halten wir eben das Garn so zur Hälfte. Also praktisch unsere Kette. Und halten das so dran. Wir werden das ja so dran nähen in einem Bogen. In dem Fall ist es zum Beispiel ein bisschen zu lang. Das heißt, ich werde jetzt, ja, so drei, denke ich mal. Kürzen. Das müsste passen. Jetzt vergleiche ich das noch mit meinem vorhandenen Ohr. Das müsste eigentlich auch hinhauen. Okay, gut, wenn wir die Länge haben, dann schließen wir die Kette zu einem Ring. Dabei achten wir darauf, dass die Kette nicht verdreht ist und ich gehe hier oben entlang mit dem Daumen und der Haken kommt in die erste Masche rein, die wir gehäkelt haben. Jetzt ziehe ich den Faden durch alle Laschen gleichzeitig durch. Das ergibt eine Kettmasche. Und die erste Runde beginnen wir mit einer Zunahme. Das heißt, ich gehe mit dem Haken in die nächste Masche rein, ziehe den Faden durch. Zwei Laschen auf dem Haken, Faden holen und durch die beiden ziehen. Das ergibt eine feste Masche. Weil wir eine Zunahme haben wollen, steche ich nochmal in dieselbe Masche ein oder ebenfalls den Faden durch und häkle nochmal eine zweite feste Masche in dieselbe Masche rein. Weiter häkeln wir feste Maschen. Eine Masche. Eine feste Masche in eine Masche.
Und wir häkeln das bis zur gegenüberliegenden Seite vom runden Anfang. Also hier haben wir die Runde angefangen. Wir häkeln bis zur gegenüberliegenden Seite. Dann schaue ich mal, ob wir schon so weit sind. Ja, das ist okay. Dann, wenn wir auf der gegenüberliegenden Seite angekommen sind, machen wir noch eine Zunahme. Das heißt, in die nächste Masche zwei feste Maschen. Und in dieselbe Masche einstechen. Und dann eine zweite feste Masche. Den Rest häkeln wir weiterhin. Nur mit festen Maschen. Und die zweite Runde häkeln wir komplett mit festen Maschen, ohne Zunahmen und ohne Abnahmen. Und wir treffen uns wieder an dieser Stelle hier nach der zweiten Runde. Die zweite Runde habe ich jetzt fertig gehäkelt und wir sind jetzt an der Stelle angelangt, wo wir angefangen haben. Und die dritte Runde beginnen wir mit einer Abnahme an dieser Stelle. Dazu gehe ich in die nächste Masche rein und ziehe den Faden durch. Das bleibt zuerst mal auf dem Haken. Dann gehe ich in die nächste Masche rein und ziehe auch den Faden durch. Jetzt hole ich den Faden und ziehe das durch alle drei Maschen durch. Oder durch alle drei Laschen, genau. Den Rest häkle ich in festen Maschen. Und an der gegenüberliegenden Seite machen wir erneut eine Abnahme. Ja, genau. Okay, also ich falte das einfach immer, diese Stelle falte ich zusammen. Und wir sind schon angekommen, also machen wir hier jetzt auch nochmal eine Abnahme. In die Masche einstechen, Faden durchziehen, in die nächste einstechen, Faden durchziehen und durch alle drei ziehen. Und das machen wir jetzt fortlaufend, immer an den beiden Seiten eine Abnahme und dazwischen immer feste Maschen. Und das machen wir so lange, bis wir ungefähr an der Stelle, also an der Stelle bei den Ohren angekommen sind. Und dann werden wir die Abnahmen verstärken. Ich bin mit dem Ohr inzwischen so weit gekommen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Müssen sieben Reihen oder Hunden jetzt eher gesagt sein. Und jetzt werden wir die Abnahmen verstärken. Das heißt, wir werden jetzt pro Ecke, jeweils an der Ecke und an der Ecke, zwei Abnahmen machen. Und ich nehme zuerst, also ihr seht ja hier ist unsere Stufe, das heißt so grob, hier ist die Mitte. Das heißt, wir nehmen zuerst die Maschen ab, also die nächsten beiden. Da häkeln wir eine draus und nochmal das gleiche. Also genauso wie die Abnahme vorher, bloß nur zwei davon. Und jetzt häkeln wir wieder bis zur gegenüberliegenden Seite. Machen das gleiche hier auch zweimal.
Eine Abnahme und die zweite. Oh, das Ganze wiederholen wir jetzt so oft, bis nur noch ein paar Maschen übrig sind, vielleicht so 4, 5. Und dann schließen wir das Öhrchen. Jetzt sind bei mir wirklich nur noch ein paar Maschen übrig. Und wir werden jetzt das Ohr schließen. Dazu schneide ich ein bisschen Garn ab. Und fädel das in eine Wollnadel ein. Geht auch mit dem Haken, aber mit der Nadel geht das jetzt schneller. So, dann ziehe ich das Garn durch die letzte Masche hier durch. So. Und dann gehe ich im Zickzack durch die restlichen Maschen durch. Also ich steche von oben ein und komme dann da wieder raus. Steche in die nächste ein, komme bei der nächsten raus. Dann steche ich in der nächsten ein und in der nächsten wieder raus. Und jetzt kommt das Garn durch, von oben nach unten durch. Jetzt ziehe ich das fest und vernähe noch das Garn hier drinnen. Dann mache ich noch einen Knoten hier, dann kann man das abschneiden. Ich bilde hier so eine kleine Schlaufe und gehe zweimal mit der Nadel durch. Und dann ziehe ich das fest, so. Und fertig. Jetzt können wir das Ohr dran. Jetzt wollen wir die Öhrchen dran nähen. Dazu brauchen wir natürlich Garn. Ich nehme jetzt dieselbe Wolle, mit der ich gehäkelt habe. Mir hat übrigens das Garn genau für Mütze und Ohren gereicht und es reicht jetzt auch noch zum Vernähen. Also 50 Gramm sind vollkommen ausreichend. So, und ich nehme das nach hinten, damit man das von vorne nicht sieht. Und ich werde jetzt erstmal eine Ecke fixieren. Ich gehe jetzt mit der Nadel von unten durch die Mütze durch. So. Jetzt ziehe ich das Garn ein bisschen lang. Okay, und dann fixiere ich das hier an der einen Ecke und gehe dann mit der Nadel wieder zurück in die Mütze rein. Und ich verknote das erstmal hier auf der Rückseite. Dann ist das erstmal fest. Ach, super. Durch das eigene Garn gegangen. Das ist jetzt nicht so schlimm. So. Ich verknote das auf jeden Fall erstmal. Dann können wir den einen Marker hier auch bereits schon rausnehmen. Der ist jetzt unnötig. Und jetzt nähen wir unser Öhrchen so dran,
wie es dran kommen soll. Ich wollte auf jeden Fall einen Bogen haben, dann müssen wir das so machen. Und ich werde aber nicht das Ohr zusammen dran nähen, also so, dass ich Vorder- und Rückseite gleichzeitig mache, sondern ich werde das rundherum vernähen, damit das ein bisschen Volumen erhält. Es wird jetzt ein bisschen Frieme-Arbeit, aber ich zeige euch nur kurz die ersten Stiche. Den Rest bekommt ihr auf jeden Fall auch ohne mich hin. Ihr könnt die Öhrchen auch komplett gerade dran nähen. Aber ich mache das nicht. Na, hat sich wieder verabschiedet. Jetzt achte ich darauf, dass ich nur die hintere Seite mitnehme. Ja, und so weiter. Also man vernäht das jetzt drumherum an die Mütze. Und innen werden wir ebenfalls so einen Bogen machen und dann hier auf der anderen Seite wieder zurückkommen. Und dann können wir das mit dem Anfangsfaden nochmal verknoten und alles abschneiden. Ich habe das Öhrchen jetzt komplett vernäht. Und jetzt gehen wir nochmal nach innen. Also wie ihr seht, bin ich jetzt wieder zurückgekommen mit dem Faden. Jetzt verknoten wir das einfach nochmal. Und das war's. Das gleiche machen wir dann mit dem anderen Öhrchen auch. Und dann geht's weiter. Meine Öhrchen habe ich inzwischen dran gemacht. Ja, gerade. Komm hier. Na komm. Komm. So, sag mal Hallo. Hallo. Und dann dreht gleich alles weg. So. Ich habe die Öhrchen inzwischen angebracht. Die sind jetzt fertig. Ja, gerade. Komm hier. Komm. Lecker. Ich habe jetzt die Öhrchen angebracht, die sind jetzt fertig bei der Mütze. Und wir machen jetzt noch eine Schleife dran. Für die habe ich auch eine Anleitung gemacht, findet ihr bei mir auf dem Kanal oder auf meiner Website. Und dann brauchen wir natürlich noch Garn in der Farbe von der Schleife. Eine Wollnadel und dann nähen wir das Ganze fest. Ich werde das jetzt direkt über dem Ohr machen. Und zwar so. Und dann gehe ich einfach unten rein. Und steche durch die ganze Schleife durch. Ziehe das und lasse noch genügend Garn drin. Dann steche ich von oben nach unten wieder durch die komplette Schleife durch. In die Mütze rein. Und als erstes werde ich erstmal das Ganze verknoten, damit es an einer Stelle erstmal fixiert ist.
So, und dann wiederhole ich das ein paar Mal jetzt. Und dann müsste das fest sein. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, die Seiten hier der Schleife auch fest an der Mütze machen. Je nachdem, wie es euch besser gefällt. Okay, es schwankt noch ganz schön. Also ich muss es weiter hinten auch noch mal fixieren. Okay. Ich denke mal, ich mache das noch mal. Hier ist noch Luft. Da muss sie noch festgemacht werden. Der Kater knuspert wieder. So, bin ich fertig. Jetzt verknote ich das Ganze nochmal. Das andere Ende ebenfalls fest dran sitzt. Und dann sind wir auch schon fertig. Falls ihr dann im Nachhinein mitbekommt, es war doch zu wenig, ist es auch nicht schlimm. Dann nehmt ihr den Faden nochmal und verknotet oder vernäht dann die Stellen, die für euch zu locker erscheinen. Ja, und das war's auch schon. Das ist jetzt eure Mütze. Was ihr jetzt natürlich noch machen könnt, ihr könnt jetzt ein Gesicht hier vorne draufsticken. Ich zeige in einigen meiner Videos, wie man sticken kann in gehäkelte Sachen. Zu einem zeige ich das bei dem Minecraft Golem. Genau, sieht so ein bisschen aus wie ein Schneemann, so ein Kürbiskopf von Minecraft, da zeige ich das. Dann habe ich noch einen Elefanten als Applikation, da zeige ich das. Und bei der Schneemann-Applikation, bei dem flachen Schneemann, da zeige ich das auch nochmal. Und da könnt ihr dann das Passende für euch reinsticken. Okay, das war's auch schon, ihr Lieben. Euch viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.